Der Pössl Summit 600, ein Fahrzeug, das kennt ihr, da muss man eigentlich nicht extra eine Roomtour machen. Ich will es heute aber dennoch machen, denn A, hatte ich noch nie einen Pössl so wirklich unter den Fittichen und zweitens gibt es an diesem Fahrzeug ganz besondere Optimierungen, die ich euch nicht vorenthalten möchte und die wahrscheinlich erst auf den zweiten Blick auffallen. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und heute schaue ich mir den Pössl Summit 600 an. Warum? Naja, ich habe es eingangs schon gesagt, gar nicht, weil das Auto jetzt so unbekannt ist. Aber mich interessiert es einfach, weil ich einen Pössl noch nie unter den Fittichen hatte. Und deswegen ist es allein für mich schon toll. Noch mehr interessiert mich aber, dass dieses Fahrzeug gewisse Optimierungen hat, die gar nicht nur auf den Pössl abgehen. Im Gegenteil, das sind Sachen, die für verschiedenste Fahrzeuge funktionieren sollten. Und die wollte ich mir heute auch noch mal ganz genau anschauen. Und darum soll es auch gleich im ersten Punkt gehen, denn wir sehen uns das Fahrzeug als allererstes mal von außen an und gucken mal, was mir hier so aufgefallen ist oder warum ich hier bei diesem Fahrzeug erstmal stehen geblieben bin. Und danach gehen wir das Fahrzeug, wie es für eine Messe möglich ist, einfach mal innen von vorne bis hinten durch, dass ihr dann einen kleinen Einblick bekommt. Ich bin hier gerade in Freiburg auf der Caravan live und deswegen ist es einfach auch so, dass ich mir nicht so viel Zeit nehmen kann, wie sonst üblich bei Fahrzeug-Roomtouren, die ich mache. Aber vielleicht sagt ihr ja, da wollen wir noch mehr wissen von dir, dann schreibt das sehr gerne unten in die Kommentare, denn dann werde ich mich natürlich super gerne drum kümmern und werde dann noch mal eine ausführliche Roomtour und natürlich auch sehr gerne einen ausführlichen Test für euch machen. Jetzt nicht mehr lang gebabbelt, ich würde sagen, wir legen sofort los und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Hey, dann lasst uns sehr gerne hier vorne gleich beginnen, denn das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich stand erstmal vor dem Fahrzeug und habe mir gedacht, hey, was ist denn hier alles anders? Irgendwie ist es anders. Ich kann euch aber jetzt schon mal verraten, auch hier hinten haben wir nochmal ein großes Highlight. Aber vorne befinden sich so die meisten auffälligen Sachen. Ich gehe mit euch mal hier rüber. Ihr seht das hier schon, die bekannte Schnitzler-Schürze. Die kennen wir schon und die, finde ich, macht den Ducato optisch immer einfach nochmal zu einem absoluten Schmankerl. Aber auch hier fällt mir auf, das Mittelstück, das ist meines Erachtens gar nicht von Schnitzler. Das müsste ich nochmal vergleichen mit dem Video, das ich schon mal über die Schnitzler-Schürze gemacht habe. Aber guckt da mal genau hin, dann fällt euch genau auf, was ich meine. Und jetzt kommt gleich das nächste Detail, wo ich sage, das ist wirklich verliebt. Und was, es ist eine Kleinigkeit, aber es fällt einfach auf, wenn man darauf achtet. Und zwar schaut euch mal das Fiat-Logo an. Was fällt euch auf? Das ist in Wagenfarbe lackiert. Und gerade mit dem Schwarz und dann dieser dunkle graue Lack, ich finde, es sieht mega scharf aus. Aber da bin ich natürlich auch gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Ist eine Kleinigkeit, aber ich finde sie sehr, sehr auffällig und sehr, sehr schön. Jetzt gucken wir aber noch mal gemeinsam weiter hoch, denn dann fällt euch oben auf dem Dach auch noch was auf. Darüber haben wir auch schon mal ein Video gedreht. Das verlinke ich euch sehr, sehr gerne. Und auch dieser Spoiler ist wieder schön in Wagenfarbe lackiert und finde ich integriert sich super schön in die Front. Ja, das war es erstmal vorne, aber an der Seite seht ihr vielleicht schon wieder das nächste. Guckt mal hier runter mit mir, denn das hier ist mit Sicherheit nicht vom Werk. Und das ist nicht einfach nur so ein Plastikgedützel, das hier drauf gesteckt ist, sondern das ist wirklich mit dem Auspuff, also mit der Auspuffanlage verbunden. Also es ist schon was Geiles. Ich habe aber ehrlicherweise gar nicht so viel Ahnung. Deswegen würde ich auf alle Fälle und spätestens, wenn wir ganz hinten ans Auto schauen, dann wird es euch wahrscheinlich genauso gehen, sehr gerne mal die Werkstatt besuchen und mir das mal im Detail anschauen. Denn wer sowas mag, macht schon was her. Und hier vorne haben wir auch gleich was Besonderes. Schaut euch mal die Felgen an. Und da habe ich mir sagen lassen, ich bin da selber nicht drauf gekommen, nicht, dass ihr meint, ich wäre hier so ein Experte, sondern diese Felge, die ist an ein Fahrzeug angelehnt und zwar an den Lancia Delta Integrale. Jetzt googelt ihr wahrscheinlich gleich mal und guckt euch mal dieses Fahrzeug an. Macht das mal und schaut euch diese Felge an. Ich finde, es ist was Besonderes und es ist auf alle Fälle sehr, sehr auffällig an diesem Fahrzeug. Und da bin ich auch gespannt, wie gefällt euch das Ganze? Schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Aber mit dem Loader, ich finde, macht schon mal einen guten Eindruck. Aber jetzt gehen wir nach hinten, das habe ich euch ja versprochen, denn da habe ich noch ein kleines Schmankerl für euch. Jetzt sind wir hinten und hier oben ist es. Ich sehe das zum ersten Mal, bin ich ehrlich, denn ich habe mir immer gedacht, jetzt haben wir vorne die Schürze vom Schnitzler. Die ist ja wirklich schön, die ist sportiv, also mir gefällt die wahnsinnig gut. Aber hinten haben wir die Fahrzeuge immer ganz normal gelassen und das ändert sich hier bei diesem Fahrzeug. Und ich habe hier mit den Leuten am Stand gesprochen, das ist
eigentlich eine relativ simple Geschichte, die hier hinten einfach aufgesetzt wird. Ich finde aber, sie harmoniert hervorragend mit dem Fahrzeug. Und ich meine eben, wenn du den Ducato von vorne schon so schön schnittig machst, dann darf sich das gerne nach hinten durchziehen. Ich weiß es nicht, das käme dann auf den Test an, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es auch, um zu Hause gut argumentieren zu können, sehr nützlich ist, denn damit wirst du ja auch deine Kamera bei Regenwetter ein bisschen zumindest schützen können, dass du nach hinten immer klaren Durchblick hast. Und das meinte ich auch vor, das ist ein Optimierungselement, das musst du jetzt nicht zwingend mit dem Pössl kaufen. Ich bin mir sicher, aber das wäre dann wahrscheinlich wieder ein eigenes Video und da müssten wir dann mit der Werkstatt nochmal sprechen und mit dem Händler, dass wir sagen, sowas kann ich ja auch bei meinem Bestandsfahrzeug machen, egal ob es ein Pössl oder irgendwas anderes ist. Ich bin mir sicher, die sind da sehr offen für. Das ist eine Kleinigkeit, aber wer drauf steht, ich finde es richtig schick. So, jetzt haben wir das Fahrzeug von außen gesehen und ich meine, es sind da wirklich einige Elemente, wo man sich ein bisschen was abschauen kann, wo man einfach mal sprechen kann, ob das für sein bestehendes Fahrzeug vielleicht nicht auch interessant wäre. Deswegen war mir das Video so wichtig und ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass ich hier aus Freiburg noch so ein Video starte. Aber das nehme ich dankend an und ich hoffe, dass es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Wir sind aber noch lange nicht fertig, denn jetzt gucken wir erstmal rein zusammen. Jetzt sind hier zwar schon die Stühle umgedreht, aber noch ein kurzer Blick auf das Cockpit und das kennen wir mittlerweile. Es ist der neue Fiat, der Fiat Ducato hier als Basisfahrzeug dieses Pössl Summit 600. Das Ganze mit einer Automatik, also Automatikgetriebe. Ansonsten, glaube ich, brauchen wir das nicht weiter großartig erklären. Das kennen wir. Wir gucken gleich mal weiter hier in die Dinette. Eine Sache will ich noch erwähnt wissen, und zwar sind das hier die Sitze, beziehungsweise genau gesagt die Sitzbezüge. Denn die finde ich hier einmal optisch sehr, sehr anmutend. Und auch von der Qualität her ist das wirklich, finde ich, top. Also das wollte ich noch mal erwähnen, denn das ist auch nicht selbstverständlich, finde ich. Jetzt sitzen wir gemeinsam am Esstisch. Was gibt es hier großartig zu erzählen? Zum einen bietet er mir genügend Platz, um mich hier aufhalten zu können. Zum anderen, wenn ich hier gemeinsam essen möchte, ist das überhaupt kein Problem, denn ich fahre hier einfach das zusätzliche Element raus und schon kann mein Beifahrer die Spaghetti mitessen, wenn er darf. Aber nicht nur zum Essen und zum Kartenspielen und so weiter ist das interessant, sondern wenn ich zum Beispiel auch richtig viel kochen möchte und noch ein bisschen Arbeitsplattenerweiterung haben möchte. Aber dazu kommen wir gleich, denn da gibt es noch eine Menge mehr zu erzählen. Was fällt mir sonst noch auf? Ich kann hier also zu viert gemütlich an diesem Tisch sitzen. Darüber befindet sich eine kleine LED-Lampe und wichtig, Stauraum. Und zwar haben wir hier einen Hängeschrank und der bietet, wie ich meine, eine Menge Platz. Direkt über der Dinette befindet sich eine große Dachluke, natürlich mit Verdunkelung und Moskitonetz. Und direkt gegenüber an der Schiebetüre befinden sich dann die Bedienelemente, zum Beispiel um die Füllstände abzufragen oder um die Heizung zu steuern. Übrigens befindet sich direkt über dem Cockpit noch ein großes Staufach und wir finden weitere Staufläche und zwar im Doppelboden unterhalb des Tisches und direkt daneben. Unterhalb der Rücksitze befindet sich noch eine Klappe mit Zugang zur Bordelektronik. Gegenüber der Dinette befindet sich der Küchenblock und der beginnt mit einem großen Kühlschrank, der zu zwei Seiten hin zu öffnen ist. Einmal, wenn ich von außen ran möchte, aber natürlich auch, wenn ich von innen meine Lebensmittel herausholen möchte. Des Weiteren haben wir vorhin schon die Arbeitsfläche angesprochen und die kann ich hier ganz einfach erweitern. Und zwar, wie ich meine, mit einer ziemlich großen Fläche. Problem ist allerdings, ich kann dann nicht mehr nach vorne hinausgehen, beziehungsweise von vorne kommt nach hinten gehen. Dann muss ich das Ganze einfach wieder zusammenklappen. Des Weiteren haben wir hier an der Küchenplatte natürlich noch einen Gasherd, in diesem Fall einen Zwei-Flammen-Herd und ein integriertes Waschbecken. Insofern praktisch, weil ich hier das Ganze schön nach unten streichen kann, wenn ich ihn sauber machen möchte. Auf der anderen Seite finde ich relativ klein. Wäre bei mir aber wieder völlig egal, denn ihr wisst ja, ich koche nicht so viel. Wir machen weiter in der Küche mit dem Stauraum und da haben wir auch einiges geboten. Hier oben einmal mit den Wandschränken hier und ein kleines Gewürzregal. Wir haben hier auch noch mal weiter Fläche zum Arbeiten und drunter haben wir natürlich auch noch mal ganz viel Schubladen, aber auch noch mal ein kleines Schränkchen. In Summe sind es drei Schubladen, zuallererst eine Besteckschublade und danach zwei normale Schubladen, wobei die unterste durch den Kühlschrank bedingt etwas kleiner ausfällt. Daneben befindet sich über die gesamte Höhe ein Schrank unterteilt in zwei Abteile.
Und oh Wunder, wir haben natürlich auch Badezimmer. Und das ist das bekannte Schwenkbad. Auch das würde ich zu gerne mal testen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ich das für euch mal testen soll. Also, ihr wisst, wie ich meine. Weil dann würde ich den Helle mal fragen, ob ich mir so ein Auto auch mal ausleihen kann. Jetzt aber wieder zurück hier zum Badezimmer. In dieser Situation haben wir gerade die normale Badezimmersituation mit Waschbecken, mit kleinem Schränkchen und mit der Kassettentoilette. Eines sei gleich noch gesagt, bei den 24er Modellen, also die Fahrzeuge, die ab jetzt dann gebaut und ausgeliefert werden, wird dieses große Dachhiki wegfallen und statt dieses Schränkchens wird es hier ein Außenfenster geben. Welchen Grund hat das? Naja, ganz einfach, es werden immer mehr Fahrzeuge mit Aufstelldach verkauft und dann ist es natürlich kontraproduktiv, eine Dachluke zu haben, denn die fällt dann einfach weg. Wenn du hier drin aber duscht, musst du das Fahrzeug unbedingt entlüften, damit du die Feuchtigkeit nach draußen bekommst und das war dann nicht möglich und deswegen ist dieses Außenfenster so wichtig. Große Leute werden sagen, oh, das ist für mich aber blöd, denn dieses Heki gibt mir noch mal ein bisschen mehr Höhe, um mich ordentlich duschen zu können. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn ich eben mit einem Aufstelldach unterwegs sein muss, dann muss man diesen Tod leider sterben. Soweit also dazu. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte dann tatsächlich duschen, dann mache ich das ganz einfach. Und zwar, zack, schwenke ich es hier rüber, wie der Name schon sagt, und habe dann ordentlich Platz, um zu duschen. Ja, und natürlich habe ich hier im Heckbereich des Fahrzeuges dann auch mein Bett. Das Ganze ist ein Querschläfer. Das Bett hat eine Länge von 1,96 Meter und eine Breite von 1,56 Meter an der engeren Stelle, und zwar beim Badezimmer, eine Breite von 1,43 Meter. Und darüber befinden sich dann Ablageflächen in Form von in erster Linie Schränken, also Wandschränken, und zwei kleinen Eckregalen. Darunter noch zwei Lampen und wir haben hier hinten drei Fenster, zwei an den jeweiligen Türen, an den Hecktüren, und ein weiteres Fenster hier auf der Beifahrerseite. Darüber noch ein Heki, auch das alles wieder natürlich mit Moskitonetz und zu verdunkeln. Und dann haben wir selbstredend unter dem Bett auch nochmal Ablagefläche in Form von Stauraum. Und den schauen wir uns jetzt noch gemeinsam an. Ja, und hier sieht man es, man hat hier ausreichend Platz, wie ich meine, für ganz normales Gepäck. Wir haben hier auf der linken Seite den Frischwassertank, also auf der Fahrerseite. Und hier auf der rechten Seite, auf der Beifahrerseite, da befindet sich dann zum Beispiel der Gaskasten. Das war er also jetzt, der Pössl Summit 600 in einer ganz kurzen Fassung. Verzeiht mir das bitte, dass ich nicht zu sehr aufs Detail gehen konnte, aber bei einer Messe ist das immer relativ schwierig, weil ich will mich da in Ruhe mit auseinandersetzen. Ich will das in erster Linie auch immer ausprobieren und testen. Deswegen, wenn ihr da mehr Interesse habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann würde ich mir so ein Fahrzeug mal für 2-3 Tage schnappen und den wirklich im Alltag, also im Campingalltag, auch erleben wollen. Denn dann kann ich euch wirklich Feedback zu diesem Fahrzeug geben. Eines kann ich euch aber noch mitgeben und das ist der Preis, der liegt bei 89.799 Euro bei diesem Fahrzeug, so wie es hier am Stand gezeigt wurde. Mir ging es jetzt um ein paar kleine Einblicke und vor allem um diese Tuning-Elemente, um diese Design-Elemente. Und wenn ihr auch da mehr zu erfahren wollt, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare, denn dann würde ich dazu nochmal extra ein Video machen, wo ich mich damit auseinandersetze, was kostet es im Detail, wie funktioniert es, bei welchen Fahrzeugen ist das möglich. Also wenn ihr darauf Lust habt, sehr gerne unten in die Kommentare. Lasst super gerne ein Like da, das ist für mich eine tolle Bestätigung, weiterhin solche Videos zu drehen. Und wenn ihr total wild seid und es noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr den Kanal auch sehr gerne abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Denn dann werdet ihr sofort informiert, sollte ich ein Video zum Beispiel zu den Designelementen machen. Jetzt wünsche ich euch aber, egal mit welchem Fahrzeug ihr unterwegs seid, ob ihr ihn getuned habt, ob ihr ihn ganz normal und schlicht und einfach habt, immer ganz, ganz tolle Touren. Das Wichtigste ist mir, kommt gesund und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao.